Okay. Der Turm der verlorenen Zeit. Hier steht aber auch nichts mit Ebene drin, ne? Wenn man was mit Ebene dort stehen würde. Okay. Was ist jetzt los? Hallo, ich kann die Kamera nicht bewegen. Ich will sehen, wo wir hinfliegen. Okay. Chronokristall. Da ist ein rotes. Da ist wieder ein blaues. Okay. Geht das Rote wieder zurück? Das ist gerade irgendwie interessant, aber ich blick halt überhaupt nicht durch, was abgeht, Mann. Der Heldenhelfer, einfache Waffen. Nebelschwert, Flottendolch, Asteran. Leuchtender Stab, Stecheisen, Mega Gringham Peitsche. Drachenfürstenklauen, Maxi Axt. Warte. Verschiedenes. Info. Pfiffige Schmiede, Waffen. Schwerter. Nein. Wiehände. Nee. Nebelschwert, Sternenstaubschwert, Hammer 1, Achate Evolution, Dämmerstoff, Kristallscherbe. Nochmal, die Axt interessiert mich. Maxi-Axt, Verhaxt, Achate Evolution, ja gut, das hätten wir alles. Angriff, Maxi-MP, Charme, 123 gibt die Waffe. Ausrüstung, Hendrik. Info. 106, okay, das sind 20 mehr, ne? Es wäre auf jeden Fall gut, die zu bauen. Aber warum gibt's kein Bierhänder, Alter? Was soll denn der Scheiß schon wieder? Oh, es geht hoch. Und ich trinke Kaffee. Was? Ein großer Weiser? Altar der Zeit. Okay, es ist kein Level 100er Turm. What are you? I am just what I say I am. And that is all I am. I hope you don't mind us intruding, but we heard there might be a rather special light here in the tower that can... Well, that can bring people back. We've lost someone very special, you see, and... Well... We were hoping you might be able to help us. You speak of time sphere. If you were to harness its power, that which you seek might be attained. But to lose time is to lose much. The path you propose to follow is not one to be trodden lightly. To lose time? What do you mean? Time's sphere is the crystallization of all that has taken place in Erdria since memory began. Each moment gathered by the spirits of lost time, savored, remembered. To take a sword to the sphere would be to erase those moments,
to return to the time of the last intact memory. If your companion is to be restored to you, time itself must be destroyed. As I say, to lose time is to lose much. So in order to save Veronica, we would need to turn back time. I think I'm beginning to get the picture. We'd need to go back to... We'd need to go back to before Yggdrasil fell. That way, we could stop Mordiggin before it was too late. That wouldn't just save Veronica. It would save the whole of Erdrea. Think of all the pain and suffering we could prevent. It is possible. All is possible. It may be that returning to that particular fork in the flow of time brings all that you wish and more. But it must be done. I would gladly give up all that has happened since that day for the chance to change it. Alas, to lose time is to lose much. Only one of you may return to that place. The sphere can be broken but once, by a single hand. A hand possessed of a singular power. In this world, only one such power exists. That of the Luminary. I see you. I know you. I knew you the moment you appeared. Only you can break the sphere, and only with the Sword of Light. When it is broken, when the memories are shattered, you will return to the past, and there you will stay. Do you mean he'll have to live it all again? He can't come back here to us? To lose time is to lose much. This world, this reality, these will be lost to you. And that is not all. The outcome of the sphere's shattering is impossible to foresee. You may be lost forever, trapped in a corner of time, a half-faded memory. That's awful! Your present, your companions, your life even, all these may be lost to you. Knowing this, are you willing to risk all for the sake of your departed friend? Only you can decide. I will await you before the sphere. Alter, das ist hart. Ich habe ja gespeichert, ne? Ja, jetzt ist die Frage... Ja, wir machen es ja schon, ne? Also... Ja, ich kann da gar nicht drüber. Oh, was ist los? I'm sorry, but you simply can't do this. We won't let you. Was? Was ist jetzt los? Was? Kurz Schluck Kaffee. Hä?
Kannst du nicht einfach nicht tun, das lassen wir nicht zu. Als ich mir die Haare abschnitt und Veronika mir ihre Kräfte gab, da schwor ich, dass ich sie nutzen würde, um unsere heilige Mission zu erfüllen und dich zu beschützen. Wenn ich zulässt, dass dir irgendwas passiert, würden sie mir das nie verzeihen. Also habe ich keine andere Wahl. Ich muss dich von deinem Vorhaben abhalten. Ich habe dich einmal deinem Schicksal überlassen und ich habe versprochen, das nie wieder zu tun. Bitte tu das nicht. Ich will dich nicht verlieren. Das Schicksal scheint mir stets jene zu entreißen, die mir am meisten bedeuten, aber dieses Mal nicht. Ich spare es, einem müden alten Mann noch mehr Kummer zu erleiden, als er ertragen kann. Wenn ich dich auch noch verliere, dann weiß ich nicht, was ich tun werde. Ich kann dir nicht erlauben, das zu tun. Verflucht noch eins, wieso kann nicht ich gehen? Wieso kann nicht ich Hagelmoor ein Ende bereiten? Muss ich wirklich untätig hierbleiben, während du alles riskierst, um unsere gefallene Gefährtin willen? Hey, Darling! Mein Lieber, findest du nicht, dass du schon genug getan hast? Ich meine, immerhin hast du den Fürsten der Schatten besiegt, oder nicht? Ich will nicht noch jemanden verlieren. Ich glaube nicht, dass ich das ertragen könnte. Hast du dir auch das gut überlegt, Sinsoras? Hast du die Hüterin der Zeit gehört? Wenn du dorthin zurückkehrst, war's das. Du kannst dich nicht mehr nach Hause. Und es gibt keine Garantie dafür, dass du deine Ziele überhaupt erreichen wirst. Bist du dir wirklich sicher, dass du das durchziehen wirst? Ja. Okay, okay. You win. We know you well enough by now not to try and talk you out of this. But you'd better not mess this up. You go back there and you save her, you hear? Save us all. Do what you have to do. We won't stand in your way. Okay, noch eine Runde. Typisch Eric, mit der Art die Schau zu stehlen. Das ist ehrlich, aber er hat recht. Es ist offensichtlich, dass wir dich nicht davon abbringen können. Und ich habe etwas erkannt. Ich will, dass auf dieser Welt jeder glücklich ist, richtig? Warum sollte dann all die armen Leute in der Vergangenheit leer ausgehen, hm? Das wäre einfach nicht fair. Also kehrst du jetzt dorthin zurück und zauberst ihnen ein Lächeln auf die Lippen, hörst du? Und zwar jeden einzelnen von ihnen. Ich weiß, du schaffst das, Schätzchen. Ich wünschte wirklich, ich könnte die Hagelmoor eigenhändig vernichten. Ich überlasse diese Aufgabe nur ungern dir. Aber ich weiß, dass du die Kraft besitzt, diese Welt zu retten. Du bist der Lichtbringer und ich glaube an dich. Ja, aber dann weiß er, dass dann die Mia wieder vergoldet ist? Oder Mitra? Ach, was weiß ich. Wir haben es kapiert. Wir kennen dich mittlerweile gut genug, um gar nicht erst zu versuchen, dir das auszureden. Aber denk nicht mal daran, es zu vermasseln. Du gehst dorthin zurück, um sie zu retten, verstanden? Um uns alle zu retten. Ich wollte dich immer nur beschützen, Sinsoras. Vielleicht fällt es mir deshalb so schwer, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass du diesen Kampf allein ausfechten wirst. Aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich glaube an dich, wir alle tun das. Jetzt geh schon und rette die Welt. Mach doch nicht so ein Gesicht, Junge. Du bist jetzt ein gestandener Kerl, also Kopf hoch, ich glaube an dich. Dann gibt es nichts, wozu du nicht imstande bist. Ich verstehe, warum du das tun wirst. Wir können dich auch nicht und ich sehe, dass dein Entschluss gefasst ist. Also muss ich dich wohl ziehen lassen, so leid es mir auch tut. Viel Glück. Wir werden dich vermissen. Werdet ihr nett, ihr werdet es nicht mal mitkriegen. The decision is made. Then you must know all that I know. To lose time will be to lose much. But some semblance of your present self will remain. Your memories, the record of your adventures thus far, your knowledge of battle, and all that you have learned. And last of all, the containers that surround the altar. These are the time capsules. These sacred vessels are immune to the flow of time. When you shatter the sphere, all that you possess will be placed within them. Thus, may the items you require journey with you to the past. Alas, there is one item that will not survive the journey. The Sword of Light.
But you should retain possession of its twin, the Sword of Shadows. This will surely prove to be a more than worthy weapon for the time being. Now you know all that I know. All else is unknowable. Warte mal, das interessiert mich jetzt gerade. Das ist ein Bierhändler! Ja! 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 Geil! Hab ich sonst noch irgendwas? Stärkering, Sandras Talisman. Geil, Mann! Schwerterschatten ist ein Bierhändler, den habe ich komplett vergessen. Na ja, komm. Ja, auf geht's. Es ist ja gespeichert. Wir dürfen bloß schauen, dass wir es immer überspeichern. Step forward, Luminary, and into the past. Wait! When you meet me in the past, we will be enemies again. But know this, I stand ready to pledge myself to your cause once more, to be your sword, your shield, your unswerving companion. Yes, yes, very dramatic, Hendrik, honey. Now, if you've quite finished frowning and swearing oaths, farewell, darling. I look forward to seeing you in the past. I know you can do this. I know you won't let anything stand in your way. And the us's of the past will be there for you whenever you need us. Now, if I know your grandfather, he'll have a few words to say before you go. You've grown into a fine figure of a man, laddie. Oh, don't look down now. We'll only be apart a wee while. We're back there waiting for you after all. You'll do us proud. I know you will. How could you not do? You're my own flesh and blood after all. I suppose I began this journey with you, feeling that I was simply doing my duty. But it became so much more than that. I'll never forget the time we've spent together. So please, if you don't mind, I hope you'll take me along with you, all over again. Time of departure is upon us. Luminary, take the Sword of Light in hand. This isn't goodbye, not by a long shot. See you on the other side.
waiting for you. Take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Friends, shipmates, amigos, Svarthrust and the Rainbow await. Destiny beckons! I don't know how Mordigan's planning on achieving eternal life, but I know one thing. We're going to stop him. You must defeat him. The fate of our world depends upon it. Good luck. Das finde ich irgendwie cool, dass man das so macht. Frag mich nicht warum, aber ich finde das echt geil. Abenteuertag, wir verzeichnen hier. So, das da. Ab jetzt speichern wir halt bloß nur bei 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei, das ist ja markiert, ne? Dafür, dass du dich für deine Mission im Maelstrom der verlorenen Zeit gewagt hast und die Welt wird weites Mal zu retten. Diesmal aber richtig. Ich bin ausgerüstet. Achso, weil alles wieder heile ist. Kennen wir doch, kennen wir doch.